Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Gemini Ru. Wir sind wieder zurück hier im Center 7, ne? Und wir sollen zum Wartungsbereich gehen und haben jetzt hier was bekommen. Diese Karte öffnet eine bestimmte Tür des Wartungsbereichs, okay? Und wir sind die Einzigen, die hier gehen dürfen. Ich vermute ja, es ist eine Falle. Alles sackduster. Tja, irgendeine Tür, ne? Gucken wir mal. Da nicht. Offensichtlich sind einige Rohre gebrochen und das Belüftungssystem ist beschädigt worden. Du musst das System herunterfahren und die Schäden beseitigen, sonst werden eine Menge Leute ersticken. Drücke den Reset-Knopf auf der Konsole, wenn du fertig bist. Mhm. Du musst schnell und akkurat arbeiten. Sollte die obere Tür öffnen. Okay. Brauche ich mir jetzt nicht anzuschauen. Okay, das ist wahrscheinlich das, was wir vorher gemacht haben. Du musst nur alle Luftdurchlässe 1 bis 10 aktivieren und anschließend den Strom wieder anschalten. Ach so. Das waren wir. Sie sind aktiv, wenn sie auf grün umschalten. Wenn ich den aktiviere, geht der und geht der an. Wenn ich den aktiviere... Das ist wieder so ein... Dingens, Gedöns. Ach Gott, So. Wieder zurück. Ach, so sieht es. Ah, okay. So, wenn der. Warte mal. Ja. Und jetzt wieder Reset drücken? Oh, nee. Hat er nicht gesagt, drücken? So, das, das. Jetzt die einzelnen. Okay. Power. In Ordnung. Das Lüftungssystem funktioniert wieder. Jetzt müssen die Rohre ersetzt werden. Ja, ich muss näher ran. Noch näher ran, okay. Festgeschraubt. Ja, muss komischerweise immer näher ran, um irgendwas zu machen, ne? Ein Schraubenschlüssel. Und zwei Ersatzrohre. So muss das sein. Entschuldige bitte, Delta 6. Aber wir haben leider nichts Größeres als M24er-Rohre im Ersatzteillager.
Reparier einfach nur die anderen Rohre und schalte das Lüftungssystem wieder ein. Vergiss nicht, die neuen Rohre mit dem Überdruckventil zu testen. Mhm. Das sind doch die Rohre gemeint, ne? Ach ja, ich muss näher ran. Schraubt man das auch gleich ab, so. Ach so. So, dann Schlitz kommt das. Vergewissere dich, dass der Dampf ordentlich abzieht, nachdem du beide Rohre ersetzt hast. Ja, darf ich das mal ersetzen, bitte? So, festschrauben. Festschrauben. Okay, dann drehen wir das Rad. In Ordnung. Die Rohre sind ersetzt. Ausgesprochen gute Arbeit, Data 6. Bitte mach die Tür zu, wenn du gehst, und schalte das Hauptkühlsystem wieder ein. Da sollte ein großer roter Knopf auf der Konsole da drüben sein. Wir sprechen uns morgen früh. Okay, also wieder abschalten und den großen Knopf an der ja, ich gehe näher ran. Charlie. Weißt du, das ist ein schöner Name, das... Ich hätte auch gerne einen so schönen Namen. Hab aber keinen so schönen abgekriegt. Mir haben sie Balder verpasst. Die können mich nicht leiden, Charlie. Keiner redet mehr mit mir. Sie behandeln mich, als sei ich ein Freak. Ach. Ich hätte ihr niemals was getan, ehrlich. Du hast nicht den geringsten Schimmer, wovon ich rede, oder? Du hast alles für mich versaut. Ich war hier jemand, bevor du aufgetaucht bist. Aber jetzt bin ich am Zug. Du wirst für das bezahlen, was du mir angetan hast. Zeit, ins Gras zu beißen, Charlie. Wie fühlt sich das an? Wie fühlt es sich an, zu wissen, dass du die ganze Zeit verarscht wurdest, seit ich aufgetaucht bin? Du weißt nicht mal mehr, was du mir angetan hast. Die Leute hatten Schiss vor mir. Ich konnte kriegen, was immer ich wollte. Du hast mich gedemütigt. Vor allen anderen. Charlie, Charlie, Charlie. Was hast du nur angestellt? Ich muss hier irgendwie raus. You know, Charlie, I remember when you first got here. Kann ich speichern? Ja. Okay. Just another Delta. Was ist das? Just another guy who would keep to himself. Beinahe. Ich hab's geschafft. Okay, ich hab eine. Ah. Ich kann meine Hände jetzt benutzen. Ich müsste. Not you though. You had to mess everything up. You are crazy. You are a very crazy man. Er steht an der falschen Stelle. You don't know what I'm gonna do with you. Solange er nicht stehen bleibt, erwische ich nicht. With you, Epsilon 5 will be next. She's a good little girl. Warte mal, vielleicht. Moment. Was hab ich dir denn so Schlimmes angetan? Du. Charlie, Charlie. Was soll ich bloß mit dir machen? Follows you around all day ever since you got here. Just because you saved her once. She's your pet now. Ah, warte mal. Lass mich frei.
Und dann soll ich wohl auf meine Rache verzichten. Das kannst du dir abschminken. Moment. I don't know how you do it, Charlie. Warte mal. Moment. You just love getting your memory erased, don't you? I love it too, you know? It's very fun and gratifying. Tu mir nichts. Na gut, du kannst gehen. Im Ernst? Natürlich nicht. So, jetzt. Wir stehen an der falschen Stelle. Ah, oh, da kommt nämlich Dampf raus. Well, deswegen. Guess what? I'm going to escape without you, using your map. Giselle told me everything. We're leaving within the next week or so. Ach, er ist der Typ. Bitte tu mir nichts. Na gut, du kannst gehen. Im Ernst? Not without you. Yes. No! No! Meine Augen! Ich sehe nichts mehr! Es tut mir leid. Ah, die Abstände werden kürzer. Irgendjemand war tatsächlich hier. Hier ist echt nichts weiter als die Tür. Ja, Kane? Wo steckst du? Ich habe dein Signal verloren. Bist du aus der Stadt raus? Ich bin in der Nähe eines verlassenen Wetterturms im Osten der Stadt. Az, sag bloß nicht, wo wirst. Nein, ich werde nicht die gesamte Stadt umlegen. Nur die Ruhe. Ich suche nur nach einer verlorenen Ladung. Ich habe so eine Ahnung, dass derjenige, der das Juice von den Boryokuden geklaut hat, es hierher geschafft hat. Ich melde mich, wenn ich es gefunden habe. Das ist die Frage. Kleiner Moment. So, ich musste kurz eine Nachricht schreiben. So. Oh. Komisch. Die Maschine hat gerade angehalten. So ein Zufall. Vielleicht hat es jemand benutzt, um etwas nach oben zu transportieren. Ach. Was haben wir denn hier? Eine Leiter? Ein Ausgang? Noch ein Ausgang? Ein Förderband? Scheint kein Saft drauf zu sein. Was ist das hier? Offensichtlich hat jemand das Rohr zwischen die Zahnräder gesteckt, um die Maschine anzuhalten. Wahrscheinlich reingeworfen. Nehmen wir mal mit hier. Das steckt fest zwischen den Zahnrädern. Dann hacke ich mit dem Fuß drauf. Hab's. Okay, und die drehen sich nicht mehr. Ein weiteres Bauteil dieses Riesenapparats. So, was ist hier der Ausgang? Da ist eine Kiste, okay. Da ist ein Stecker. Das scheint mit dem Hauptschaltkreis verbunden zu sein. Da oben ist ein Leitungsrohr. Wahrscheinlich ist es eine Übersetzungsgeschichte. Oh, was ist das hier? Hinweis. Hauptnotstrom wurde gekappt. Zur Reaktivierung aller Geräte und Apparaturen muss zunächst der Hauptschalter auf der zweiten Ebene der Förderbandhalle betätigt werden. Nachdem der Hauptnotstrom aktiviert wurde, kann die Verteilereinheit mittels des am weitesten links liegenden Schalters zugeschaltet werden. Das Gerät wird dann den Strom auf genau eine der 6 Untereinheiten umleiten. Die Notstromversorgung läuft auf 10%. Nur ein Gerät kann zu jedem gegebenen Zeitpunkt betrieben werden.
jeder Versuch, ein weiteres Gerät zuzuschalten, oh, ist das kompliziert, wird in einer Unterbrechung der Stromzufuhr aufgrund von Unterversorgung resultieren. Arbeitssicherheit geht vor, Chefingenieur. Warte mal, ich gehe mal hier hoch. Das ist wohl der Hauptgenerator für diesen Teil des Turms. Ich musste im Krieg mal einen reparieren. Die Lampe da sollte eigentlich rot leuchten. Schätze, das Ding ist nicht angeschlossen. Keine Ahnung, was die... Wo ist die Leiter? Hier sind Ketten. Diese Ketten fixieren die Tür. Kann man vielleicht... Ja, kein Schloss dran. Kann man die mitnehmen? So einfach kriege ich die Kette sicher nicht los. Diese Ketten fixieren die Tür. Hier ist eine kaputte Leiter. Lass das hier wechseln. Error. Circuit disconnected. Diese Gegenstände kann ich nicht gemeinsam benutzen. Ah. Mit der Pistole. Kann man jetzt die Kette mit... Oh, geht gar nicht. Hier ist ein Verlängerungskabel drin. Könnte nützlich werden. Okay, was haben wir noch? Der Rest ist nur unnützer Müll. Unnützer Müll, okay. Ach, das können wir vielleicht auf der anderen Seite benutzen. So, wir könnten hier das Verlängerungskabel anschließen, hä? Und das Kabelende benutzen. Da komme ich nicht hoch. Ach so, warte mal. Dann nehmen wir mal den Stecker nochmal mit. Wir müssen es von oben runterfallen lassen. Bin ich mir ziemlich sicher. Von hier aus kann ich nicht... Irgendwie muss ich die Leiter runterklappen. Dann nehmen wir das Rohr. Ich muss auf die Aufhängung zielen. Das siehst du. Von hier aus kann ich erst muss... Ach ja, wir gehen runter und dann klettern wir hier die Leiter hoch. So, und ich glaube, hier kommt das Kabel hin. Und dann können wir das Kabelende mit dem Stecker... Zu weit weg, um ranzukommen. Dann erstmal das Kabelende benutzen Diese mit Rohr. Diese Gegenstände kann ich nicht gemeinsam benutzen. Ich muss das... Könnte nützlich werden. Oh. Hoppla. Das mache ich lieber wieder rückgängig. Und das hier? Ich bin sicher, die gehören genau dahin. Achso. Was mache ich mit den Kabelenden? Das Rohr ist zu dick, um... Ich muss sie irgendwie runterlassen. Er sagte aber, das geht hier nicht so ohne weiteres mit der Leiter. Zu kurz. Das ist die Öffnung. Okay, dann gehen wir schnell runter und dann können wir das andere Kabel mit der Verlängerungsschnur da bedienen. So. Von hier unten komme ich nicht ran. Oh. So, jetzt aber. Ich muss... Ach so, geht es dann?
Okay. Hab's. Okay. Wir können jetzt hier die Schalter wechseln. So, wie war die Nachricht nochmal? Hinweis. Hauptnotstrom wurde gekappt. Zur Reaktivierung aller Geräte und Apparaturen muss zunächst der Hauptschalter auf der zweiten Ebene der Förderbandhalle betätigt werden. Nachdem der Hauptnotstrom aktiviert wurde, kann die Verteilereinheit mittels des am weitesten links liegenden Schalters zugeschaltet werden. Das Gerät wird dann den Strom auf genau eine der 6 Untereinheiten umleiten. Die Notstromversorgung läuft auf 10%. Nur ein Gerät kann zu jedem gegebenen Zeitpunkt betrieben werden. Jeder Versuch, ein weiteres Gerät zuzuschalten, wird in einer Unterbrechung der Stromzufuhr aufgrund von Unterversorgung resultieren. Okay, das heißt, der Hauptschalter. Und hier ist das rote Kabel, was wir brauchen, richtig? Weil da das Kabel halt dann ist. Und das Kabel geht hier nach oben. Und jetzt können wir hier... Okay, ich glaube, das funktioniert. Und jetzt können wir wahrscheinlich mitfahren. Beim Runterfahren müssen wir aufpassen, ne? Okay, gut. Lassen wir uns überraschen, was wir in der nächsten Folge hier dann sehen werden. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin, euer Firefox.